Pressekonferenz vom Nachholspiel des 18. Spieltages, BRK 07 gegen BFC Dynamo, unsere Gäste. Zuschauerzahl, kurze Statistik, insgesamt 2426 Zuschauer, immerhin bei dem Scheißwetter. Wir gingen schon mal für das Public Viewing der WM in Katar. Das war richtig mies heute. Ergebnis aus unserer Sicht auch nicht so schön. 1:3, ich gebe noch kurz die Tore durch. 19. Minute, Führung der Gäste Andreas Wiege, 36. Ausgleich Jürgen Jasula, 52. Minute Derek Goertz und 87. Minute nochmal der Aufbau, 3:1 aus eurer Sicht, Joey Breitfeld. Christian Wembenek, Trainer von BFC Dynamo, vielleicht dein Statement dazu zu dem Spiel, wenn du es kurz zusammenfassen möchtest, bevor wir reinkommen. Meistens gibt es gar keine Fragen. Also, Anfangsphase im Spiel hatten wir uns komplett anders vorgestellt. Wir haben top auf uns eingestellt, haben wir eine taktische Grundausrichtung geändert gehabt, haben sich super vor der Kette bewegt, haben uns komplett hinten reingebunden, sodass das Tor von Andy Wiegel eigentlich mehr aus dem Nichts fällt. War ein brutaler Schuss hin und her geflattert, das Ding. Der Zugriff wurde nicht unbedingt besser mit dem Tor. Der kam weiter richtig, richtig stark. Auch das, was wir in den Vorberichten von dem Spiel schon, glaube ich, beide Trainer recht gut analysiert haben, dass der Kerl viel über Dynamik, über Technik, über Tempo kommt und wir mit sehr viel Mentalität und Physis. Das hat man dann im Spiel auch gesehen. Irgendwo da kommt Jürgen mit dem Freistoß, den trifft er überragend, den macht er richtig gut. Dann geht es in die Halbzeit, die brauchten wir dringend, um umzustellen. Wir haben dann zum allerersten Mal, ohne das, was wir hier trainiert haben, eine Fünferkette gespielt, damit wir immer vorwegdecken können, dass wir rausgehen können, dass wir vorne weiter attackieren können, um weniger Druck zu bekommen und auch schneller umschalten zu können für Konter. Also es ist dann gut gelungen, darauf in der BRK noch umgestellt, auf ihre Dreierkette und nochmal uns vor neue Probleme gestellt, wollten wir erst umstellen, wieder auf unser altes System zurück, aber da waren die Jungs schon so gut drin, dass sie sagten, nee, wir bleiben jetzt so, obwohl wir den Zugriff über außen nicht mehr ganz gut gekriegt haben. Am Ende ein Sieg für uns im Spiel von wirklich zwei absoluten Top-Mannschaften, das zu jedem Zeitpunkt auch hätte gerade besonders in der ersten Halbzeit für die andere Seite fallen können. Wir freuen uns darüber, dass wir gewonnen haben natürlich und dass wir jetzt die Herbstmeisterschaft haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, was sie in dieser Hinrunde abgeleistet hat. Und nochmal danke an alle Fans, die uns hier in der Ferne Berlins von uns aus gesehen so großartig unterstützt haben. Dankeschön. Einmal von BRK, auch wenn wir es hinterlassen haben, ist nicht bewusst geschehen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es war insgesamt eine super faire Partie, fand ich, auch wenn in der Nachspielzeit wir leider eine rote Karte zu beklagen hatten. André, du bist mal beiden Halbzeiten super ins Spiel gekommen und dann hat es dann leider nicht gereicht. Ja, vorab logischerweise Glückwunsch zum Sieg. Man kann es mir, glaube ich, nachsehen, wenn mir jetzt die Worte fehlen, eine richtige Analyse zu betreiben. Ich bin mega stolz auf die Leistung der Mannschaft. Wir hatten jetzt keine einfache Vorbereitung in den letzten anderthalb Wochen, was jetzt aber keine Ausrede für das Spiel sein sollte. Die Mannschaft hat ein tolles Spiel gemacht in den ersten 20 Minuten, hat viel Druck ausgeübt. Wir haben uns, glaube ich, sehr intensiv mit dem Gegner beschäftigt, wieder in unser Spiel reinkommen. Sie haben es mit viel Tempo, mit viel Leidenschaft, Engagement betrieben. Leider belohnen wir uns in den ersten 20 Minuten nicht. Wir hatten sowohl Standardsituationen als auch Möglichkeiten aus dem Spiel heraus, den Lattentreffer. Sind da nicht konsequent genug, bekommen aus dem Nichts, wurde ja gerade schon gesagt, das Gegentor. Das musst du verteidigen, du musst irgendwie den Fuß davor bekommen. Grundsätzlich waren wir da. Dann liegst du einzeln zurück, hast den Nackenschlag nach so einer Anfangsphase. Kompliment an die Mannschaft, sowas wegzustecken, auch mit Rückblick auf das Spiel in Rathenow. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass du dann weiterspielst. Trotzdem weiter sehr offensiv, wieder Chancen herausgespielt, wieder den Gegner hinten reingedrückt. Was immer unser Ansatz ist, was unser Ziel ist. Und wir machen den Ausgleichstreffer völlig zu Recht. Haben, glaube ich, auch noch ein, zwei Möglichkeiten, um dort einen Führungstreffer zu machen. Zweite Halbzeit wieder sehr druckvoll, ohne die Halbzeit jetzt auseinandernehmen zu wollen.
Für uns ist es extrem schade. Ich bin traurig für die Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die so viel Aufwand betreibt. Wir wollten ein Topspiel für uns gewinnen. Letztendlich gewinnt die Effektivität gegen den Fußball. Es ist nun mal ein Ergebnissport. Es geht darum, am Ende mehr Tore zu schießen als der Gegner. Das ist uns heute nicht gelungen. Ich muss auch dazu sagen, dass wir das natürlich seit dem ersten Spieltag so ein bisschen mit uns schleppen, dass wir viele Komplimente für unsere Art und Weise bekommen, wie wir Fußball spielen, und wir betreiben einen hohen Aufwand. Aber du musst halt irgendwann lernen, daraus auch einen gewissen Ertrag rauszuziehen. Und da haben wir vielleicht nicht den Erfahrungswert, darüber sprechen wir schon relativ häufig. Du musst dann einfach mal konsequent in der Box sein. Letztendlich müssen wir das jetzt akzeptieren, das Ergebnis steht so. Man muss aber auch mal anerkennen, also wer hätte erwartet, dass der BRK dieses Jahr so eine Halbserie spielt. Und so, das habe ich den Jungs auch nochmal mit auf den Weg gegeben, weil jetzt natürlich die Enttäuschung groß war. Die Jungs haben eine riesen Hinserie gespielt, mit einem tollen Fußball, mit Ergebnissen, die so nicht zu erwarten waren. Wir schließen jetzt, glaube ich, als Tabellenzweiter die Hinserie. Hat er keine Ahnung gespielt. Wir haben über die vergangenen Wochen und Monate Zuschauerzahlen produziert, was Wahnsinn ist. So, das ist, glaube ich, jetzt nicht typisch für den BRK. Wir haben viele Sympathisanten dazu gewonnen, viele, die immer wieder schauen, was wir hier tun, was wir machen. Das ist grundsätzlich erstmal der größte Erfolg, den wir erreicht haben jetzt nach dem 19. Spieltag. Nochmal, sportlich wollen wir immer das Maximale. Wir hätten gerne heute nach dem 19. Spieltag den Tabellenplatz 1 wieder zurückgeholt. Man muss es so akzeptieren. Mich freut es, dass wir heute nochmal so ein Fußballfest feiern konnten, mal unabhängig vom Ergebnis. Auch nicht mehr selbstverständlich in der heutigen Zeit. Ich hoffe, dass wir die Saison weiterspielen, dass auch wieder erlaubt ist, irgendwann viele Zuschauer in die Stadien reinzulassen. Vielen Dank für euer Kommen und wünsche BFC nicht so viel Erfolg. Irgendwelche dringenden Fragen aus der Runde? Sonst entlassen wir die Jungs in die kurze Regenerationsphase. Geht ja auch bald weiter am Wochenende. Ihr habt ihr beide. Kommt dann irgendwie nach Hause. Ja, bleibt gesund.